Hector, da war immer gebremst. Hast du jetzt im Hotel übernachtet oder was? Nee, ja, kann man nicht, man muss halt Hotel Ding. Aber hast du denn irgendwo gelesen gehabt, den 500 Kilometern? Das war doch halt nur geworden, Mensch, was soll Ach ich so. denn ich? Ich dachte Du schon. hast alles klar, ja, super. Aber ich weiß gar nicht, ob ich vorher überhaupt sehe, wie weit das entfernt ist. Ob es an den Kilometern ist. Oder ob der Typ dann irgendwann sagt, wir brauchen ein Hotel, ich habe keine Ahnung. Aber das sollte mir ja vorher sagen, bevor wir losfahren, weil du musst die mieten. Also anmelden da. Bitte warten müssen. Und dann Nächste meckert der Stopp, Chef Hotel. wieder rum, dass wir kein Hotel haben oder so. Ich sehe es kommen als nächstes. So schön. Level doch. Jo. Muss man mich in mein Laptop vorne. Jo, mordet. Und fahren jetzt so schnell hier, ne? Ich sehe alles. Ich fahre gar nicht, weil ich in der Ampel stehe. Ich weiß. Schön bei Rot, du bist brav. Ich glaube, ich wäre schon längst drüber gefahren. Ja gut, ohne Mannschaft geht's ja vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob ich das dann mitbekomme, aber wenn eine Mannschaft hinten dran, ich will's lassen. Das geht sofort schief. Oh, der hat mir mich genommen. Auf Wiedersehen, das Ja. geht. Hallo, Sissi. Ja, aber es wird hier übertrieben. Zwei Mini-Unfälle hatte ich. Insgesamt jetzt bei 700 Kilometern oder so. Und ich habe keinen Cent bekommen dafür. Aber eine Abmahnung. Ja. Wie sollst du denn aber den Bus in Stand halten? Ja, aber da geht ja alles, aber du kannst halt nicht keine Getränke mehr kaufen. Heißt, irgendwann sagt der Typ dann, du versorgst meine Mannschaft nicht und dann. Pff. Aber ich krieg doch kein Geld von dem dafür. Was soll ich tun? Ja, Der ist halt mein Freund. bis gleich. Ja, genau, bis gleich. Können wir irgendwie den Dinger ziehen oder so? 4, 5. Wir haben nur die Anzeige. Irgendwie den Schlüssel ziehen oder so? Ich habe keine Ahnung. Linke Maustaste, so Spieltag. Gut, aber ich gehe zurück und was trinken, bevor wir da dann hinfahren müssen. Bis gleich.
Aber alles noch im grünen Bereich. Ich hab keine Ahnung, was die mal meckern hier. Und schon echt? Aber wenn ich innen drin drücke, den Knopf, wird mir das ja nichts bringen. Weil dann schließe ich mich ja selbst an. Du meinst das hier, ne? Das ist Türverriegelung. Wenn du das hier meinst. Heißt, dass die Tür nicht einfach aufbringen können. Das passiert aber normal automatisch beim Bus. Das ist so ähnlich wie die Zugsperre, die Türensperre beim Zug. Jemand macht zisch und dann ist die Tür blockiert. Ich weiß, wie das meintest. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Spieltag. Ach, wir haben Heimspiel? Ja, yeah, wir haben Heimspiel. Müssen nicht fahren. Naja, zumindest haben wir nicht verloren. Dann sind wir aber auf Platz 14 wieder zurückgefallen. Also wir kriegen wieder keinen Sinn. Toll. Ja, yeah, 0-0. Das ist unfair, wir waren eine bessere Mannschaft. Okay. Mehr wurde in sozialen Netzwerken nicht geschrieben. Sehr spannend. Da hat sich nichts geändert, ne? Warum ist die Wasserflasche? Waren die nicht vorhin 55 drin? Warum? Hä? Warum liegen die meine Wasserflaschen? Sind wir gar nicht gefahren? Was sind denn für Leute? Haben wir eine E-Mail? Ne. Zweite Verwarnung. Budget. Wir kriegen einfach kein Budget. Wir kriegen einfach kein Geld. Kommen wir mal Fragezeichen. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie mal raus, wie wir Geld verdienen können.
Vereinsübersicht, Termine, Kalender, Bustechnik, Tabelle, Marker und Chips, Smartphone, Werkstatt, Geschäft. Achso, ja gut, das kennen wir ja. Dann ist aber nicht weiter. Hotel. Hotel, da kannst du Bezug und E-Mails, der Kalender, der Fahrzeuge. Okay, kann man auch im Hotel machen, okay. Ach, am Hotel kann man Dings da, Uhrzeit einstellen, okay. Das ist gut zu wissen. Achso, okay. Dann kann man dahin dann Ding zum, okay. Interessant. E-Mail. Status. Das haben wir ja gemacht. Aber wir kriegen trotzdem kein Geld. Wenn man hier Geld verdient, das ist nirgendwo erklärt. Fünfter Spieltag. Wollen wir gleich noch was machen? Befugt oder nicht? Zum nächsten Auswärtsspiel am Samstag in Leipzig werden wir mit dem Zug anreisen. Hol uns bitte pünktlich vom Bahnhof ab. Du kannst, wenn du möchtest, auch ein Hotelzimmer vor dem Spieltag buchen, um zeitig am Bahnhof zu sein. Aber buche das Zimmer rechtzeitig. Die Hotels sind immer ausgebucht, okay? Ja, dann machen wir doch mal. Samstag, welches Datum? Warum steht da kein Datum bei? Was ist denn der Samstag? Und dieser Samstag ist das, oder was? Welcher Samstag? Da, Spieltag. In Leipzig, okay, dann ist der Tag. Dann buchen wir am 28. Hotel. Können wir gar nicht. Können wir kein Hotel buchen. Oder mache ich das woanders? Ich habe auch kein Geld, Junge! Kann gar kein Hotel buchen, wenn ich will. Einen Termin hinzufügen. Geht nicht. Also so ganz habe ich das System noch nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin. Warum kann ich jetzt hier kein Hotel buchen? Kosten tatsächlich Geld? Nein! Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Genauso wie ich eben auch die Karosserie nicht mehr nicht mehr reparieren lassen kann. Das kostet kein Geld. Nee. Nee, 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 nee. Aber wie weit ist denn Leipzig von hier entfernt? Das ist ja die Frage. Schaffen wir das? Ja, ein bisschen 24. Ich hab. Muss irgendwie Hotel buchen können oder wo ist denn Leipzig? Leipzig, ach da. Kann da aber. Also so ganz verstehe ich das System noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, Kalender. Ich kann hier aber nicht eintragen, Hotel buchen. Wie buche ich denn ein Hotel? Kann ich die irgendwie anfragen? Warte mal, E-Mail vielleicht. E-Mail senden, neue E-Mail da. Ah, hier kann man, ah! Hier kann ich die Karosserie reparieren lassen. Kreditanfrage. Kriegt man nur über Kredit,
User in your channel timed out. Oh, ich habe jetzt rausgeflogen. Kommt immer Geld hier. Geld rein, Geld raus, alles gut. Aber wir haben noch keine E-Mail bekommen. Aber wir können auch ja, Hotelreservierungsmodell machen. Hallihallo, Avalis oder Avalis? Moin Moin. User entered your channel. Moin Moin. Oh, das sind wir noch nicht da. Oder? Microphone muted. Microphone activated. Ist nicht da. Ja gut, solange wir noch keine Bestätigung haben, können wir auch noch keinen. Und wer gewinnt? Was? Und wer gewinnt? 0-0 haben wir gespielt eben. Okay, weiß ich nämlich ja. Ja, du warst gerade raus. Echt? Ja. Ja, ich habe eigentlich immer nur Leistung gehabt beim Bruder, ich weiß es noch. Hast du wenigstens jetzt was bekommen? Nee, aber ich habe Kredit beantragt. Was? Ja. Also beantragt, ich habe, das heißt nicht, dass ich habe bekommen, aber. Jetzt fährst du die ganze Mannschaft zurück oder was? Nee, ich muss jetzt, ich fahre jetzt Richtung Leipzig mit einem Hotel für den 8. Am 9. muss ich die vom Bahnhof abholen. Die fahren mit dem Zug. Also ich fahre leer nach Leipzig jetzt rüber. Total toll. Okay. 16.9. ist Karosserie. 28.9. ist das Hotel gebucht, das ist gut. 25.9. Das Inspektion. Machst du in Leipzig jetzt oder was? Nee, ich bin noch in Mainz. Ja, und wo lässt du dein Dings denn beim Bus reparieren? In Mainz. Nehme ich an, dass das jetzt hier in Mainz ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, steht kein Ort dabei, aber ich nehme es an. Und man kann das vielleicht überall reparieren, wenn du jetzt irgendwo in die Werkstatt fährst, ich weiß es nicht. Nee, da steht. Ja gut, Hotel kann es halt nur da, wo du es auch gebucht hast, aber ich glaube, der Rest. Hier steht kein Ding dabei. So, Kalender gucken. Ja, da kann ich löschen. Inspektion, so müssen wir. Wir müssen mal zur Inspektion fahren jetzt. Der sagt uns, dass die Karosserie kaputt ist, die wir dann am nächsten Tag einen Termin haben. Witzig. Bist du schon wieder dagegen gefahren? Ja, ist immer noch der alte Schaden, ne? Ach so. Es ist echt kompliziert. Das ganze Ding hier. So. Ach, wurde wieder aufgemacht. Bist du denn noch da, Vogt? Kannst ja Bescheid sagen, wann du was tun willst, wenn du was tun willst. Ich? Ne, Vogt. Dein Bruder. Also mich kannst du heute wahrscheinlich ganz rausnehmen. Ja, eben. Darum ich frage ich. Ich nämlich dann halt noch nach Zwickau nochmal. Jo. Nachdem ich die Ordnung gemacht habe. Uiuiui.
Meine, muss halt eben auch mal sein, ne? Also richtig. Für die nächsten 4 Tage, ich hoffe, dass sie mich in 4 Tagen rausschmeißen. Ja, denke ich aber auch, was sollen die so lang machen? Ich glaube nicht, dass die mich über Wochenende haben, man weiß es nicht, die mich über Wochenende draußen behalten, müsste die ja Geld. Das ist richtig. Ja, je nachdem, wie voll die sind, ne? Ja, das kann ich spontan machen. Ja, also ich habe vom Taxifahrer jetzt schon mal erfahren gehabt, der mich jetzt neu fährt, dass das ging mal auch kurz an Sachen früh bewusst lassen. Ja. Ja, eben. Gott, alles klar, danke. Warum kann man das nicht planen? Ja, gut, wir haben da eben Patienten reinbekommen, die müssen unterbringen und. Hätten sie die nicht bekommen, wäre es noch da geblieben. Damit die Zimmer besetzt sind. Ja, die Hautklinik muss gut sein, eigentlich, anscheinend. Also. Klassische Überraschung. Ja. Was rauskommt. Das ist richtig. Und du weißt nicht, ne, Sissi? Was hältst du davon? Nichts. So. Vorbereiten ist alles. Richtig. Den privaten Taxischein kann ich eigentlich wegschmeißen, weil den brauche ich ja nicht mehr. Macht ja alles. Der Taxifirma. Boah. Morgen früh um 6 aufstehen, ey. Mit ich halbwegs Monobi. Sowieso lustig. Nase weg, Sissi. Nase weg. Nase. Was? Hä? Ja, ich hab gerade mit meiner Katze geredet. Ich hab gesagt, Nase weg. Okay. Und weg war die Nase. Weißt du was? Ich bin bekloppt im Boot. So. Ey, Entschuldigung, ich mache ja hier Unterhaltung auch noch. Ja, alles gut. Mach weiter. Kann ich in Ruhe fahren. Wieso? Ungestört. Der Birdie, ist der noch da? Jo. Aber antwortet nicht mehr. Eingeschlagen. Hätte ich jetzt auch am liebsten. Ich wollte früh um 4:30 um 5 Uhr machen. Mein Gott. Junge. Da habe ich mich wieder hingelegt, da muss man vor meinem Zähler. Aber ich sehe manchmal das Leben. Das ist richtig. Das Leben, das ist so schön. Ach, wenn ich in England wäre, dann wäre ich wohl so mehr. Aber sein Navi ist total täuschend, man muss gerade ausfahren, ja, bei der Werft ja nun nicht links und dann rechts, das geht gar nicht. Der Navi täuscht einen total. Warum? Ja, weil man so nicht fahren kann, wie der Navi sagt, weil es da keinen Eingang gibt. Achso. So, sind wir wieder da, morgen müssen wir gar nicht wieder zurückfahren, also manchmal, ey. Das ist ein bisschen merkwürdig, Inspektion. Ja, kann ich die Karosserie nicht auch jetzt machen? Nein, kann ich nicht. Ja komm, mach sofort alles hier. Ah, dafür ein Budget oder was? Um das Auto reparieren zu lassen, okay. Aber warum muss ich alles reparieren lassen? Das ist doch totaler Quatsch, ist das doch eigentlich, aber okay. Brauchst du doch gar nicht reparieren, ist ja noch bei 60. Ja, eigentlich, aber der Chef sagt das. Der hat gesagt, ich muss ja mal inspizieren lassen, also.
Ist halt merkwürdig. Also ich hätte es noch nicht repariert, aber okay. Also ist ja noch nicht, ist ja nur nachgeguckt worden, ist ja noch nicht mal repariert worden. Die reparieren das morgen, die Karosserie. Heißt, man muss ganz wichtig wieder zurückfahren. Aber Kai, stand nicht immer beim Hotel, dass man beim Hotel die Stunden versetzen kann? Ich muss gleich nochmal kurz zum Hotel gucken. Ich habe jetzt keine Lust, wieder zurückfahren zu müssen. Oh, Dixie Klos. Richtig. Willst du mitnehmen? Ja. Der Spaß in den Toilette entladen. Ja, richtig. Entladen. Dann mal kurz gucken, wo ein Hotel ist. Aber da, also wir müssen da und dann rechts. Links. Ja, Turm links. Das heute ist es doch ohne bis zum Hotel. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob ich Hotel machen kann. Dann muss ich wieder zur Firma zurück zum Vereinsbüro und dann halt die Zeit wieder umstellen und bla und bäh. Ich glaube, das Navi im Smartphone kann ich das glaube ich nicht machen. Man muss immer. Ne, das war falsch. Man muss im Navi immer. Ne, gar nicht da. Man kann nämlich im Handy nur hier einstellen, also Termine setzen dort. Aber man kann nicht die Zeit vorspulen. Das ist blöd. Dann müssen wir auch schon wieder hier hin. An die gleiche Stelle. Um die Karosserie. Und dann müssen wir auch warten bis 28. um nach Leipzig hochzudüsen. Wo wir dann wieder warten müssen. Bis zum nächsten Tag, um dann die Mannschaft abzuholen am Bahnhof. Und das alles für 0 Cent. Ist das nicht schön? Moment. Ne, genau, müssen die Straßen müssen wir noch runterfahren, dann darüber. Also ich würde sich aber echt lohnen, wenn das auch ein Multiplayer hätte, das Ganze hier, weil nicht so viel zu tun. Und zu planen und zu machen. Aber was ich blöd finde, dass man hier nur mit Bus hier einkaufen fahren kann, dass man nicht ein Auto oder sowas hat für Supermarkteinkäufe. Weil wer fährt denn bitte mit dem riesen Reisebus zum Einkaufen? Ich. Ja. Ich finde das sehr merkwürdig. Ja, das ist ein merkwürdiges Spiel, das weiß ich ja so, ja. Was die Frage, können wir jetzt hier irgendwo Dings da machen oder nicht? Die Zeit vorspulen? Anscheinend nicht. Oder ist hier vorne noch ein Symbol irgendwo? Da kann man ja nicht die Zeit hochmachen. Wir müssen wirklich zurück zum Verein. Das ist. Also, ich glaube, auf Dauer wird das echt nervig, wenn das öfter vorkommt. Auch da müssen wir überlegen.
Hund wieder rot haben will. Ich kann mich ankürzen. Ja gut, wir müssen jetzt hier durchkommen. Wir müssen auf dem Fußgängerweg fahren oder auf dem Bürgersteig. Ja! Ist es mein Bus? Nö. Ich meine, du kannst gerne alle Vereine mal durchmachen, dann. Wirst du alle 5 Tage mal gekündigt nach einer Fahrt? Kannst du gerne machen. Ist doch kein Problem. Hast du irgendwann alle Vereine durch? Wie gibt es irgendwie 12 Stück oder 14, 15, 16? Keine Ahnung. 16 glaube ich nicht. 15 oder 16 ist nicht, glaube ich, beim Fußball. Ja, kannst du gerne machen und dann hast du einen neuen Verein. Ich mich beim anderen Verein wieder bewerbe. Ja. Beim gleichen. Ich habe erst einen Verein genommen, der wirklich nur sehr wenig Budget hat, weil ich ja dachte, man kann es irgendwie aufbauen oder so, aber mittlerweile, da war doch ein Fehler. Mit 5000 Budget ist ein bisschen sehr wenig. Weil ich dachte, man kriegt halt wirklich pro Strecke irgendwie mal Geld oder so, aber... Tja. Aber das war wohl nix. Du musst ja, halt eben nix geholen, ne? Ja, eben. Aber du musst ja, sonst meckert der Chef, Wie der meckert? Ja, da kriegst du einen Emil dann, wenn du jetzt hier nicht hier und so, dann, hau und so. Würde ich zurückschreiben, denn sowas fahren sie doch selber. Das ist richtig. Aber ich muss für meinen privaten Bus hier Budget Kredit aufnehmen, weißt du? Ich fahre für die, der soll nämlich auch bezahlen. Der ist mein Arbeitgeber hier. Ich das System dahinter nicht, warum ich für meinen Bus einen Kredit aufnehmen muss. Weil der Verein mich nicht bezahlt. Na, kriegst du die Tür zu? Aber das ist doch. Merkwürdig ist das dumm. So, sind wir letztendlich, jetzt haben wir ganz nämlich wieder zurück. Achso, haben einen Mitbewerber Kredit bekommen? Ich weiß nicht, wer da einen Betrag auf dein Konto beweisen, der wie viel war das? Wo sehe ich das? Budget. Wir haben denn? Oh, wir haben mit 822 Euro. Und 29 Cent haben wir. Sind reich. Sind absolut reich. Können wir wieder einkaufen gehen? Fahre zur Werkstätte, oh Gott, ich habe mir gegraudet. Das wird teuer, Karosserie. Bestimmt teures Vergnügen. Tja, dann müsste eigentlich auch nur noch. Tür auf. Weil sowas bezahlen. Hm? Du musst eigentlich auch noch eine Versicherung geben, wenn die bei sowas bezahlen. Ja, eben. Ja. Oh, na gut. Ich mach mal weiter. Jo.